Heute auf jeden Fall unglücklich 1-0 verloren. Was sind so die allerersten Gedanken nach dem Spiel? Ja, nach einer kurzen Enttäuschung absoluter Stolz auf meine Mannschaft. Wie ich es auch dem Kollegen von Torgranate gesagt habe, wir haben ein super Spiel abgeliefert. Die Jungs haben bis zur letzten Minute sich nicht aufgegeben. Meines Erachtens ein absolut regelrechtes 1-1 geschossen. Das wäre die Belohnung gewesen für die Leistung heute, die wir an den Tag gelegt haben. Von daher, ich bin zufrieden, bin sehr, sehr stolz auf die Jungs. Ich denke, wir haben heute trotz Niederlage ein Ausrufezeichen gesetzt, wie man Fußball spielen kann. Wir hatten heute auch, wie du selber weißt, 3 A-Jugendspieler dabei, die alle zum Einsatz kamen, die ihre Sache top gemacht haben. Von daher, also ja, natürlich wäre ein Punkt super gewesen, ja, weil wir uns den einfach verdient haben. Aber ich bin trotzdem stolz auf die Jungs und die Jungs können auch stolz auf sich sein. Alles gut. Hast du die A-Jugendspieler schon angesprochen? Inwiefern wird in Zukunft auch auf die A-Jugendspieler gebaut? Die A-Jugendspieler sind unsere Zukunft, ganz klar. Also wir werden mit diesen Jungs planen, sehr, sehr intensiv. Und soweit es der Spielbetrieb der A-Jugend zulässt, werden wir sie so oft wie möglich einbauen, weil sie einfach fußballerisch optimal dazu passen und auch menschlich sich wohlfühlen bei der ersten. Und von daher wäre es Humbug, nicht auf diese Qualität zurückzugreifen, wie wir heute gesehen haben. Henok, sehr gutes Spiel gemacht. Serhan, tolles Spiel gemacht. Ray kam rein, tolles Spiel gemacht. Das sind tolle Jungs, sind gut ausgebildet durch unseren A-Jugendtrainer. Von daher, also es wird in der Zukunft weiter so gehen, dass die Jungs definitiv in Schwanheim einen festen Bestandteil im aktiven Bereich spielen werden. Ja. Was war so heute beim Spiel der größte Kritikpunkt? Schwierig. Ja, es ist klar, natürlich. Wenn du in der 91. Minute oder 92. Minute so eine Torchance rausspielst und das 1-1 erzielst und dann mit Abseits abgepfiffen wird, dann ist das, ja. Also ich denke, der Schiedsrichter hat heute kein glückliches Händchen gehabt. Ja. Es waren zwei, vielleicht drei Situationen, die er falsch bewertet hat. Und eine davon war spielentscheidend oder letztendlich ergebnisentscheidend. Und das ist schade irgendwo, aber im Endeffekt ist auch nur ein Mensch, kann passieren. Heute hat es uns halt definitiv einen Punkt gekostet, aber von daher müssen wir damit leben. Wir können damit leben, weiterarbeiten. Und das rächt sich alles immer wieder über die ganze Saison. Also von daher alles gut. Für den Rest der Saison, was ist jetzt noch angestrebt in Sachen Tabellenplatz? Ja, Punkte sammeln. Punkte sammeln, ganz, ganz schnell. Punkte sammeln, ja, in den, sag ich mal, entscheidenden Spielen, ja, gegen Mannschaften auf Augenhöhe punkten, ja, sammeln und dann so schnell wie möglich einen großen Punktepuffer auf die Abstiegsränge und versuchen halt, wie gesagt, die Klasse so schnell wie möglich zu sichern. Das ist das primäre Ziel und alles andere ist nur Bonus. Dankeschön.